Damit ich bestens für die Nacht gerüstet war, las ich mir selbst eine gute Nachtgeschichte von Unwettern, Stürmen und von Bäumen erschlagenen Campern vor. Die bösen Stürme legten den Verkehr der österreichischen Bundesbahn ÖBB in Kärnten, Osttirol und der Steiermark lahm. Der Orkan, der war schon heftig in der Nacht. Aber morgen ließ er schon stark nach. Trotzdem war es noch ziemlich ungemütlich. Ich war nicht nur in Sorge, der Baum neben mir könnte auf mein Zelt fallen, sondern die Bahnstrecken und der Radweg zurück nach Villach könnten gesperrt sein und ich würde meinen Zug nach München nicht mehr erreichen können. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt 7:45 Uhr. Es war eine heftige Nacht. Hier zog ein Orkan durch und es hat die ganze Nacht geregnet. Ich hatte wirklich Schiss, dass mein Zelt hier wegfliegt. Ja, ich habe heute 105 Kilometer wieder zu machen, nach Villach zurück. Und es geht bergauf und ich habe wahrscheinlich starken Gegenwind. Ja, zum Glück hat es aufgehört jetzt zu regnen und ich hoffe, dass ich meine Sachen einigermaßen gut eingepackt kriege. Ja, meine holländischen Nachbarn haben mir freundlicherweise einen Kaffee angeboten. Echt cool. Das wird ein Tag, bin gespannt. So, es ist 6:10 Uhr, Sachen sind gepackt. Das Zelt habe ich relativ trocken eingepackt, so ganz trocken war es nicht. Aber es ging alles recht gut. Ich hatte echt Befürchtung, dass ich hier irgendwie total zusammengeweht werde. Ja, ich hoffe, dass mein Zug morgen fährt und ja, jetzt gehe ich nochmal bezahlen. Ich habe noch hier einige Kaffees gemacht, bevor ich dran komme. Oh, ist echt urig hier. Pizza war auch lecker. So, 10:01 Uhr und es geht los. Ich werde heute nicht viel filmen. Ich muss vorankommen. Und die Strecke hatte ich ja schon gezeigt. Aber sicher ein paar Highlights werde ich dann doch mal ablichten. Ah, geht schon super los mit viel Gegenwind. Ja, der Campingplatz hat jetzt 25 Euro gekostet, 11 Euro die Nacht. Also 22 für 2 Nächte. Und da hat er mir noch mal 3 Euro für den Strom abgenommen. Ach, finde ich völlig in Ordnung. Hier haben wir den Rückenwind und bergab. So, dann mal los. Ich konzentriere mich auf die Strecke. Ja, das waren ganz schön viele 14 Grad. Muss mal ein bisschen Slalom fahren. Wir waren teilweise auch recht tief. So, jetzt komme ich noch mal in das Städtchen Winzone, wo ich eigentlich gestern noch mal hinfahren wollte, aber es irgendwie auch keine Lust hatte. Ich habe gerade eine Frau verschreckt, tut mir leid. Es wird mich demnächst einen Schauer einholen, mit Gewittern, das ist zumindest auf dem Wetterradar zu sehen. Ja. 100 Meter gleich rechts ab. Nicht wirklich Lust drauf, aber die Strecke ist halt schön. Also ich versuche es irgendwie zu genießen. Ja, es regnet gerade, ziehen wir mal eine Regenjacke an. Ich kam gerade aus der Richtung und hier ist die eigentliche Fahrradroute, die Alte Adria. Die endet hier abrupt. Da gibt es noch einen kleinen Pfad. Viele fahren den kleinen Pfad entlang. Ich bin vorgestern umgedreht und drüben über die Straße. Ja, und das mache ich jetzt auch wieder. Geht noch 50 Meter, 100 Meter und dann geht's wieder auf den ordentlichen Rad. Ich habe das Rad dann doch einfach über die Leitplanke gehoben. 20 Minuten Pause oder so. Ich habe gerade hier 2 Gravel-Biker getroffen, dass sie auch über die Schotterstrecke fahren können. Ja, jetzt warte ich hier am Tunnelende eine Schauer ab. Soll 20 Minuten vorbei sein. Thank you.
Oh, das plattert ganz schön jetzt gerade. Ich habe auch noch meine Tennishose an. Die ist klatschnass. Aber ich find's klasse. Ich fahre gerade recht. So, bin richtig im Flow drin. Ja, ich hoffe trotzdem, dass es bald mal aufhört. Ich hatte schon die Befürchtung, dass der Radweg vielleicht gesperrt ist durch heruntergefallene Äste oder Bäume. Aber es schaut gut aus. So, jetzt bin ich hier am Bahnhof. Ich halte aber nicht an. Da saß ich lang genug rum bei der Hinfahrt. Und ich fühle mich ganz alleine, die Brücke heute. Ach, irgendwie macht es doch Spaß. Irgendwie macht es Spaß. Du bist einfach klasse hier. Cool. Ja, den ersten Akku habe ich schon verbraten fast. Ab nur 38%. Wobei der war nicht ganz voll, mit 93 war voll. Ja. Hier saß ich und habe meine Gummibärchen gegessen. Ich habe jetzt 35 Kilometer hinter mir. Schon einige Höhenmeter gemacht. Und ja, es ist jetzt 12.16 Uhr. Also ich bin 2 Stunden und eine Viertel unterwegs. Ja. Muss auf 830 Höhenmeter und wir haben jetzt 479. Ja, hier ist sogar das Licht ausgefallen. Das war schon der dritte Tunnel jetzt. Das Wetter wird eher schlechter als besser. Aber es müsste theoretisch in 20 Minuten vorbei sein. Ab nur noch 28% Akku wird jetzt gefahren, 39,8 Kilometer ohne Frühstück. Oh. Das hat es wieder fast hingelegt. Oh. Aber immerhin ist mein Fahrrad wieder sauber. Kaum wiederzuerkennen. Also aufwärts funktioniert das nicht so gut mit der Beleuchtung hier. Ist eher dafür ausgelegt, dass man Richtung Süden fährt. Aber ich bin hier an so einer Bushaltestelle und jetzt fängt es wieder richtig an. Ich bin davon ausgegangen, und das Wetterradar hat mir gesagt, um 12.50 Uhr ist vorbei. Wir haben jetzt 12.55 Uhr. Und ich habe gerade noch mal geguckt, jetzt zieht das genau quer hoch. Also ich fahre da genau noch mal 1,5 Stunden oder 2 Stunden nach jetzigem Stand durch. Was? Ah, ich komme nicht mehr ab. Ich bin klitschen lassen von oben bis unten. Ich habe eine Regenhose dabei, aber ich habe keinen Bock, die abgezogen. Also ich gehe hin. Mal gucken, dass ich im Oberkörper einigermaßen warm bleibe. Ja, so schnell kann man seine Meinung ändern. Ich habe jetzt doch die Ringhose angezogen und das Shirt. Das hatte ich noch gar nicht an auf meiner Tour. Und esse mal mein Joghurt, den ich hier die ganze Zeit rumschleppe. Ja, meine erste Mahlzeit heute. Das ist angenehm jetzt mit dem T-Shirt. Und dann werde ich mir noch ein Bier gönnen, damit ich nicht so viel zu schleppen habe. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, ich werde jetzt weiterfahren. Ich glaube, ich habe jetzt über eine Stunde hier gesessen. Gerade hat ein Italiener noch nach dem Weg gefragt und ja, ich habe ihm auch den Tipp mit dem Campingplatz in Villach gegeben.
finito. Nach 50,5 mit meinem 93% aufgeladenen 625er. Falls jemand fragt, wie weit man mit dem Akku kommt. Jetzt muss ich hier im Regen wechseln. Aber das ist ja alles gar kein Problem. Akkus gewechselt. Das hat einen Bruchteil einer Pinkelpause gedauert. Klasse. Ich glaube, es sind noch so 15 Kilometer bergauf. Und dann geht es ja, ab 830, 32 Höhenmetern dann runter wieder. Aber nicht auf das Niveau von Gemona. 1, 2, 3. Was für ein Atmosound. Wie im Kino. Na sowas. Endlich kommt so ein bisschen Sonne durch. Ich kann noch meine Kapuze absetzen. Oh. Noch 10 Kilometer etwa bis zum Hochpunkt. 50% Akku. Ha, das ist ja. Jetzt wischt die Uhr. Ja, ich sagte ja, Sonne kommt raus. Das heißt aber noch nicht, dass der Regen aufhört. So, ich kam von da. Könnt ihr sicher laden. Ich habe nämlich gleich den Hochpunkt erreicht. Und dann geht's bergab. Heute Morgen hatte ich die Frau getroffen, also im Campingplatz Gemona, die mit ihrer Tochter unterwegs ist, mit ihrer 9-Jährigen, die auch den Alpe Adria gefahren ist. Und sie meinte, hier sei es ganz nett, weil Bruna, wie heißt das hier, da könnte man sich eine Felswand anschauen. Es sei auch ebenerdig erreichbar von hier aus. Das ist wahrscheinlich auf der Seite. Aber ich habe jetzt echt keine Lust mehr hier auf dem Campingplatz. Das ist auch schon nach 3, ja, 15.14 Uhr. Ich habe noch um die 46 Kilometer zu fahren. 15.20 Uhr und es geht endlich bergab. Ich bin an der höchsten Stelle mit 820 Höhenmetern Meereshöhe. Und das sind jetzt 5 Stunden und 20 Minuten, die ich hochgefahren bin, abzüglich natürlich der Pausen. Ja, war nicht steil, aber immer, es ging halt immer bergauf. Ja, jetzt rolle ich erstmal. Ich habe noch 58% Akku auf dem Kleinen. Könnte reichen, aber so langsam könnte ich mein Frühstück vertragen. Ist eher von einer Pizza. Ich ziehe das durch. Immer noch 8888. Ja, hinter mir, der Italiener, den hatte ich vorhin schon mal getroffen an der Bushaltestelle und er sucht verzweifelt ein Hotelzimmer, hat auch Zelt dabei. Ich habe ihm empfohlen, er soll doch nach Villach auch auf den Campingplatz gehen. Aber offenbar will er nicht mehr so weit fahren. Ich habe mal wieder meine kurze Hose angezogen und Regenhose aus. Die Sonne scheint, yeah. Er hat gerade bei Seehof angerufen, bei unserem Campingplatz, wo ich ja vor 2 Tagen war. Und die sagten, kein Problem für ihn, dann Zeltplatz zu kriegen. Er hatte schon bei einem Männerhotel hier angerufen, Männerclub-Hotel.
Aber der, selbst da hat er keinen Platz mehr gekriegt. Jetzt darf ich mir natürlich nicht die Blöße geben, nach ihm anzukommen. Aber jetzt habe ich nur noch 54% Akku. Nachladen kommt noch nicht in Frage. Und Essen schon gar nicht. Ja, heute ist hier weniger los. Ja, ich spüre schon den Atem im Nacken von dem Typen. Ich meine, der musste ja hochgehechtet sein. Der war ja, ich hab den ja nicht überholt, irgendwie stundenlang. Wahnsinn. Ich bin auch nicht gemütlich da hochgedüst. Das ist jetzt mein letzter Abschnitt meiner Radreise. Die 25 Kilometer. Tja, jetzt habe ich gerade den Waldabschnitt verpasst, wo ich auch damals die Pause gemacht hatte. Aber ist nicht weiter dramatisch. Das ist auch hier in Ordnung. Ja, wir sind schneller. Hier hat man für mich extra eine Pop-Up-Bike-Line eingerichtet. Ah. Das ist leider zu Ende. Das ist eine Ampelschaltung. Muss doch mal Gas geben hier. Okay, passt. Jetzt bin ich an der italienisch-österreichischen Grenze. Und da bin ich ja vorgestern dann rechts den Wald hochgefahren. Das bin ich jetzt umfahren. Hab damit bestimmt 5 Stunden Zeit gespart. Ich hab's gesehen und ja, bergab ist natürlich dann okay. Aber bergauf hängt man da natürlich auch ein bisschen dran. So. Ja, hier ist der Spar, wo ich vorgestern war, die Brötchen gekauft habe. Ich werde hier nicht einkaufen, sondern leicht rechts abbiegen, dann auf den Radweg wechseln. Wir sind übrigens in Schwarzeneggerstein. Ich bin wieder zurück an dem Waldabschnitt an der Gail, so heißt der Fluss, der Gail, die Gail, keine Ahnung. Und ich bin wieder hier an meinem Rastplatz, wo ich die Kette geölt habe vorgestern. Ja, ich habe ganz gut abgekürzt, bin nicht den Waldabschnitt weitergefahren, sondern an der Landstraße entlang, das ging schön bergab. Der Radweg neben der Landstraße war super eben, da konnte ich es richtig rollen lassen. Da habe ich bestimmt 7-8 Kilometer gespart. Ach, das ist übertrieben. Ach, egal. Ich trinke noch mal was und guck noch mal, ob ich noch ein bisschen abkürzen kann. Weil ich hatte bei der Herfahrt diese Schleife mitgenommen an der Drau entlang. Drau oder Gail? Ja, da kann man schon mal durcheinander kommen. Heute fahre ich nur noch an der Gail entlang. Ich gehe mal kurz ins Wasser runter. So. Ja, hier bin ich ja vorgestern auch vorbeigefahren, habe auch nicht angehalten. Ist total nett hier. Aber sicher schön baden. Und da hätte ich ja fast Lust drauf. Und das Wasser ist gar nicht mal kalt. Nicht lange verzetteln. Ich muss da sein, bevor der Italiener da ist. Das Zelt muss stehen. Am besten Bier in der Hand. Na, auch schon da. Nein, also. Naja. Ach, jetzt ist es wieder so richtig schön. Wieso ist denn mein Urlaub schon zu Ende? Die 14 Tage gingen ja rum wie nix. Ja, morgen habe ich Rückreisetag von Villach nach München. Dort will ich irgendwo übernachten, entweder auf dem Campingplatz oder bei Zuschauern. Annette und Juri haben mir angeboten, in München auf der Couch zu schlafen oder
Ich bleibe dann tatsächlich auf dem Campingplatz. Soll morgen richtig fett regnen, aber am Sonntag scheint wohl die Sonne. Ich schau mal. Ich entscheide es dann morgen. Und am Sonntag, also übermorgen, geht es dann mit dem Zug von München nonstop nach Hamburg, falls er fährt. Also das ist das größte Abenteuer der ganzen Reise. Kleine Abkürzung. Und schon sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Links oder rechts? Zack, zack. Geradeaus meint sie wahrscheinlich. Sie weichen von der Route ab seit 150 Metern. Du bist ja doof. Sie sind zurück auf der Route. Ja, was denn jetzt? Ach, hat kein GPS gehabt, die Route. Auf der Route. So, jetzt geht's gleich links. 6 Kilometer. Ach, ist das ein Anblick. Bauhaus, Transgourmet. So, anstelle die Schleife außenrum zu fahren, fahre ich jetzt durch die Stadt durch. So kann ich auch gleich mal die Radwege in der Stadt testen. Ja, Radwege gibt's, die sind auch recht breit, aber die Übergänge erlauben nicht, da zügig durchzufahren. So, jetzt geht's über die Drau. Trau dich über die Drau. Schön die Berge im Hintergrund. So, jetzt wird's spannend. Osman schickt mich hier hoch. Ha, mit 23% Akku. Ich hoffe, dass die Frau mir aus dem Weg geht. Sonst kann ich anhalten. Ich habe noch einen Akku von 22%. Ja, das ist der zweite Akku, hat doch noch gereicht. Sie war so gnädig, mir Platz zu machen. Nach 100 Metern links abbiegen auf den Campingweg. Campingweg, ja. Heute mal ein Platz, wo ich weiß, was mich erwartet. Der heißt tatsächlich so. Ihr Blumen zum selber pflücken. Aber ich stelle mir jetzt keine Blumenvase vor das Zelt. Ist ja interessant. Jetzt komme ich noch von der anderen Seite. Auch nicht schlecht. 400 Meter auf. Straßenverlauf 100 Meter folgt auf Campingweg. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Ist da. So, da sind wir wieder. Packe ich doch wieder hier. Aber es ist nicht mehr so heiß wie vor 2 Tagen oder 3 Tagen, als ich hier abends ankam. Der Campingwagen ist mit seinem Golfkarren vorgefahren, hat mich jetzt hier hingebracht. Ist alles unter Wasser. Da hinten, wo ich das letzte Mal stand, ich stand da hinter der Birke, also der linken Birke. Und ja, hier ist es trocken. Hier kann ich liegen. Da hat es hier auch so geschüttet. Wahnsinn. Ja, ist wesentlich leerer. Hier ist ja kaum was los im Vergleich zu 3 Tagen. Cool. Da ist doch alles noch ziemlich nass. Ja, ich bin hier um 5:45 angekommen. Ist jetzt ein paar Minuten später. Ich werde es nicht glauben. Ich habe heute außer diesem Joghurtbecher noch nichts gegessen. Und ich habe einen Kohldampf. Das habe ich gerade gesehen. Es gibt Jägerschnitzel in Rahmsoße. Ist auch mal schön, wenn man mal richtig Kohldampf hat. So richtig. Ja, ich wollte die Strecke einfach hinter mich bringen. Ich hätte keine Lust gehabt, das irgendwie noch in die Länge zu ziehen. Deswegen habe ich durchgeballert. Boah, ich lasse es erstmal ein bisschen trocknen. Selbst der Sack ist nass. Auch den Schlafsack roll ich schon mal aus. Ich glaube, der ist auch leicht klamm. So, was haben wir denn noch, was nass sein könnte? T-Shirts. Shirts waren nass, die Dinger waren nass. Eigentlich brauche ich nur noch für 2 Tage. Ich glaube, das wasche ich noch mal. Mein Merino-Shirt. Das ist echt schön. Ach so, die Regenhose ist ja auch nass. Ach, Mann. Und
Die Softshelljacke ist auch noch nass. Die Regenjacke hole ich noch mal raus. Jetzt habe ich mal alles ausgebreitet. So viel Platz habe ich hier. Wahnsinn. So viel Platz hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, was der Regen bewirken kann. Das sieht hier aus. Ja, ich trinke jetzt mal ein Zeltaufbaubier. Oh Mann, das ist wieder so ein großes. Dazu brauche ich den Selfie-Stick von der GoPro. Sorry, das ist optimal mit dem Stick. Unten mit der anderen Seite. Ja, dann mal zum Wohl. Ein Birra Moretti. Birra Moretti, ja? Ja. Und da kommt der nächste. Okay. Und da kommt der Italiener. Hat Kammer hier runtergeschossen. Direkt auf den Rasen hat hier eine Drehung gemacht. Es war schon heavy heute Nacht. Ich hätte teilweise echt befürchtet, dass ich den Zug hier in Villach nicht mehr bekomme oder dass der Zug überhaupt nicht fährt, weil ja teilweise halt der ÖBB auch Probleme hatte, die Strecken aufrechtzuerhalten durch das Unwetter. Mein Zug scheint zu fahren, morgen um 5:15 Uhr. Ja, und die Fahrt war heute auch schon krass. Bergauf, die ganze Zeit im Regen. Aber es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Also ich konnte echt gut abschalten und war mal eine andere Erfahrung. Und ich hatte die Strecke ja schon schön abgefilmt gehabt bei schönem Wetter. So gesehen habe ich mich da auch nicht unter Druck gesetzt gefühlt, jetzt schöne Bilder liefern zu müssen. Ja, dann werde ich jetzt mal duschen gehen, Schnitzel essen und ja, mich mit dem Italiener unterhalten. Er scheint auch sehr gesprächig zu sein. So, ich habe mich nochmal schick gemacht und jetzt gehe ich mit dem Italiener tatsächlich essen. Ich habe extra noch gewartet, bis ich vom Einkauf zurück bin. Wiener Schnitzel, oder? Jägerschnitzel war es, genau. I don't spend nothing because 10 Euro, one Coke and one. Guten Morgen, es ist jetzt 7:08. Der See war gar nicht mal so kalt, aber herrlich, hat sich gelohnt. Ja, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit, um hier vom Acker zu kommen. Um 11:15 geht mein Zug. Jetzt gehe ich erstmal duschen und einen Kaffee trinken. Ja, jetzt hat sie wieder angefangen zu tröppeln, wollen wir einen Kaffee machen. Jetzt setze ich mich hier einfach hin und bestelle mir einen. So, nochmal meine Akkus abholen. Akku-Pack, GoPro-Akkus. Ja, das ist übrigens der Aufenthaltsraum hier vom Campingplatz. Etwas. Eine Resterampe hier. Jedenfalls konnte ich hier meine Akkus laden. Hier gibt es etliche Steckdosen an dieser Leiste. Wird wohl keine Chance haben, das Zelt trocken einzupacken. In einer Stunde muss ich hier los. Ja, jetzt trinke ich noch mal O-Saft und esse noch mal einen Joghurt. 10 Uhr, ich habe jetzt alles zusammengepackt, aber eins muss jetzt noch sein. Ja, das auch, das meine ich aber nicht. Nee, Verpflegung für unterwegs. Fleischkäse, Leberkäsebäckli und einen leckeren Kartoffelsalat, wie es so in Hamburg nicht gibt. Mit Essig und Öl und nicht dieser Mayo-Pampe da. Was für ein schönes Bild. Ja, es sind noch 1,5 Kilometer bis zum. Oh Mann, ey, blinkt doch mal. Tja, es hat wieder natürlich angefangen zu regnen, aber ich kann ja nicht meckern. Ich hatte so Glück mit dem Wetter. Jetzt schau ich mal, dass ich den Bahnsteig finde. Ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Ja, ein richtig fetter Aufzug. Hier würden mindestens 8 Saftkräne reinpassen. Gleis 4 bis 10, glaube ich, waren das.
Ja, für auf hier haben sie einen riesen Aufzug hier. Ja, das Fahrrad und hier mein Sitzplatz. Ganz am anderen Ende, super. Und der Zug soll auch recht ausgebucht sein. Gerade kam noch ein ÖBB-Mitarbeiter auf mich zu, der hat mir noch einen Tipp gegeben, ich soll mich hier hinstellen. Ja, bin auch nicht der Einzige jetzt hier. Aber mal sehen, das klappt. Ja, der nächste Zug ist dann meiner. Ja, dauert noch eine halbe Stunde. Der Zug fährt etwas verspätet, Arbeit hat hier eine südländische Familie eingestiegen, ist eine Großfamilie, die wurde erstmal kontrolliert durch die Polizei. Hier ist auch starke Polizeipräsenz. Sehr interessant. Wir haben jetzt 3:45 Uhr. Um 11:15 Uhr fährt mein Zug. Er fährt schon ein. Das heißt, es müsste genügend Einstiegzeit sein. 6 Taschen, ein Fahrrad. Hi, ja, ja, ja. Also ist das Aufregendste an der ganzen Reise, diese Zugfahrt. Ja, hier steht mein Fahrrad. Ich hoffe, er hat es sicher abgestellt. Ist gar nicht groß gesichert, keine Ahnung, was es noch macht. Na jedenfalls haben sie sich drum gekümmert hier, super nett. Jetzt gab es gerade einen SD-Kartenfehler bei meiner GoPro und ich habe aus Versehen Formatieren gedrückt. Ich hoffe, ich habe die Daten wieder. Aber das werden wir sehen. Da war doch eine Menge drauf jetzt. Meine Taschen habe ich erstmal hier abgestellt und muss jetzt 5 Minuten weiter. Mein Sitzplatz war ja ganz am anderen Ende vom Zug. So musste ich meine Taschen jeweils in 2 Durchgängen komplett durch den vollen Zug tragen. Das heißt, ich bin während der gesamten Zugfahrt 6-mal durch den kompletten Zug gelaufen. Vielleicht war ich ja etwas übervorsichtig, allerdings konnten die Taschen nicht im Fahrradwaggon bleiben. Ansonsten war der Zug auch voll. Ja, in Deutschland muss man wieder Maske tragen. In Österreich muss man nicht tragen. So, ich habe meine ganzen Taschen jetzt hier durch den ganzen Wagen geschoben. Und ja, wir sind gleich in München. So kann ich das alles hier durch eine Luke ausladen. Weil das würde ich gar nicht schaffen. Am Ende des Zuges die Taschen raus und dann wieder rüberrennen. Der Zug hält hier nur 3-4 Minuten. Oh Mann. Ein bisschen Spaß tötet beim Fahren. Also sorgfältig sichern geht anders. Da an meinem Stoßdämpfer schrammt der Gepäckträger von dem anderen, aber ich denke mal, da wird keine Schäden entstanden sein. Ich schaue mir das aber gleich nochmal an. So, endlich geschafft. Und jetzt geht's zu Annette und Iri. Ja, jetzt regnet es nicht, jetzt hätte ich doch auf den Campingplatz gehen können. Es kommt doch mal anders, wie man denkt. Jetzt geht's schon mit Diesel los. So, hier geht's jetzt rechts. Na, ich habe mir von Annette und Iri, die haben mir eine Route empfohlen. Und die habe ich mal nachgebaut. Ja, frag mich nicht, was das hier alles ist. Durch die Fußgängerzone war eher suboptimal. Ja, hier war ich mal, als ich in der 11. Klasse auf Schub hatte. Ich will mich genau erinnern. Taxifahren das letzte. Hier holt gerade einer. 3 Autos sind rein. Kommt voll auf meine Spur und hupt mich nach an, wo ich hier ganz rechts mich aufhalte. Das kann nicht wahr sein. So, wenn wir die Busse vorbei sehen, dann können wir was von der Sehenswürdigkeit auch sehen. Rechts ist das Museum 5 Kontinente und das ist auf jeden Fall die Maximilianstraße. Und der ist ein bisschen nieselt jetzt. Ja, endlich eine Fahrradstraße. Was ein bisschen ruhiger ist. Das ist die Kirchenstraße. Also mir ist schon aufgefallen, dass relativ wenig Radfahrer hier in München unterwegs sind. Gut, es ist ein bisschen regnerisch, aber trotzdem. Ich kann es ja fast an einer Hand abzählen, die ich gesehen habe. Und für eine Fahrradstraße viel mit PKWs. Ja.
Oh, ich bin gerade wieder im Meckermodus. Das ist immer so, wenn ich in München ankomme und es regnet. Ach, mein Urlaub ist zu Ende. Oh Mann. Ups, ich bin ja schon da. Ich hab fast die Straße verpasst. Weil die 8 Kilometer ging aber schnell rum. Hier hat er angeboten, mich abzuholen, aber macht doch gar keinen Sinn. Fast dann vorbeigefahren hier. Ja, haben wir gesehen, dann warst du vorbei. Hi. Hi. Warte mal. Ah. So, nehmt ihr den Obdachlosen auf? Ja, immer. Zur Zeit. Nach 14 Tagen war es für mich das erste Mal, wieder in geschlossenen Räumen zu nächtigen. Das war schon erstmal eine Umstellung, aber letzte Nacht hätte ich schon lieber drinnen geschlafen. Guten Morgen, das ist mein letzter Rückreisetag heute, Sonntag. Ich habe hier bei Annette und Jiri übernachtet und danke euch für die Gastfreundschaft. Gerne. Sehr gerne. Genau. Es hat sich herausgestellt, dass Jiri Koch ist. Es war nicht zu überschmecken, oder? Ja, war sehr lecker, Hütchen mit Kartoffeln und ja, konnte direkt an der Terrasse mit frischer Luft schlafen. Also wir haben auch eine Couch, ne? Aber er wollte sie nicht. Ja. Jetzt geht es noch 8 Kilometer bis zum Hauptbahnhof und dann geht es in ICE zurück nach Hamburg. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht haben wir nächstes Mal besseres Wetter, dass wir mal schön am Biergarten sitzen können. Genau. So ist es, ja. Wir haben hier wunderschöne Biergärten. Immer wieder gerne. Ja. Immer gerne wieder. Ja, ja, danke und bis demnächst, ne? Wenn ihr mal in Hamburg seid. So machen wir das. Sag Bescheid. So, Annette und Jiri sind beide nicht nur mit E-Bikes, sondern auch viel mit Gravelbikes, aber auch mit Zelt unterwegs. Kennengelernt haben wir uns über den YouTube-Kanal Just on Tour von Thomas, in dem wir unabhängig voneinander zu Talks eingeladen waren. So kamen wir dann irgendwie in Kontakt. Im März 2023, ein halbes Jahr nach diesen Aufnahmen, hieß es bei den Bergers auf Instagram plötzlich Sendepause. Krankheitsbedingt. Was war passiert? Nach extremen Schmerzen hat man bei Jiri im Rücken Krebs festgestellt. Ich habe sicher nicht annähernd eine Vorstellung, was Jiri und Annette durchgemacht haben. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die beiden sich nicht unterkriegen lassen und nichts unversucht lassen, trotz der Umstände viel unterwegs zu sein. Respekt. Ich, oder ich sag mal wir, wünschen den beiden alles erdenklich Gute und Stärke. Haltet durch. Gleis 22, jetzt fährt gleich pünktlich ein, scheinbar. Bin mal gespannt, ob es klappt. Wagenreihung habe ich beachtet. Ich muss jetzt ganze Bahnsteige entlang laufen. Aber es scheint zu klappen. Toll, toll, toll. Ja, Zug fährt natürlich falsch rum ein, obwohl er richtig rum angekündigt wurde. Das heißt, 400 Meter zurücklaufen. Immer das Gleiche. Eine halbe Stunde Verspätung bin ich jetzt wieder am Hamburg angekommen, Hamburg Dammtor. War eine tolle Reise. Dazu gleich mehr später. Dazu später mehr. So, ich befinde mich auf den letzten beiden Kilometern nach Hause. Ein kurzes Fazit. Es war eine traumhafte Tour wieder. Es war genial. Ich hatte so ein Glück mit dem Wetter, bis auf Schluss, da hatte ich natürlich einiges an Unwetter. Aber ist okay, ist gut gelaufen. Bodensee-Königssee-Radweg fand ich wirklich klasse. Blau-grün die ganze Zeit, ne? Und Geranien am Balkon so. Und Kühe. Waren doch einige Steigungen dabei, aber mit dem E-Bike fand ich, war das gut machbar. Nur gab es einen Abschnitt mit etwa 50 Kilometern, wo es nur eine Landstraße entlang ging. Also da habe ich dann echt gedacht, warum verbringst du einen halben Urlaubstag an der Landstraße? Ja, Königssee, traumhaft, natürlich viele Touris, ist einfach ein Hotspot. Und Alpe Adria, ja, okay. Ich fand Bad Gastein ganz interessant, mal da gewesen zu sein. Die Steigungen waren schon heftig, kurz, aber heftig. Das allergrößte Highlight war natürlich die Fahrt ab der italienischen Grenze
Der Bahnradweg, der war einfach genial. Ich hoffe, dass ich das Bildmaterial retten kann. Genau ausgerechnet die letzte Etappe hatte ich die SD-Karte formatiert, nachdem mir ein SD-Kartenfehler angezeigt worden ist. Es war also im Stress entstanden. Als ich gerade im Zug eingestiegen bin, habe ich formatieren gedrückt. Ich dachte reparieren, aber formatieren. Mal sehen, ob ich das retten kann. Ja, ich denke, in dem Sinne, und ich habe Bock auf weitere Touren. Bis dann. Tschüss.